schöne Übung für Einsteiger ist es eigentlich, wenn man in der Mittellochlinie eine rote vor die Mittelloch, vor das Mittelloch legt, ungefähr eine Kugel Abstand zum Loch und das gleiche auf der anderen Seite auch. Wunderbar, ganz genau. Und die weiße irgendwo in der Mitte des Tisches platziert. Und dann soll man das Ganze als Wechselspiel spielen. Also erst diese rote Lochen, dann baut man sie wieder hin und danach die andere rote Lochen. Und das Ganze immer im Wechsel. Und so kann man immer schön auch mitzählen, wie viele Punkte habe ich geschafft. Und dabei lernt man einfach so ein bisschen das Gewicht der Kugeln kennen. Also wie weit läuft die weiße, wenn ich die jetzt loche, dann läuft die weiße ziemlich sicher so ein bisschen nach rechts weg. Und dann ist die Frage, Mensch, läuft die jetzt bis da hinten hin? Dann wäre es natürlich schon sehr schwierig, die nächste rote zu lochen. Und so lernt man einfach so ein bisschen das Material kennen, die Größe des Tisches. Und so schwer zu lochen eigentlich ist die nicht, soll man denken. Aber man wird dann schon merken, wenn die weiße falsch platziert ist, dass man auch diese Bälle verschießen kann. Deswegen ist das für mich eine ganz tolle Einsteiger. Okay. Direkt wieder raus. Jetzt hatte ich schon das Problem, dass ich nicht richtig meine Hand hinlegen konnte und so merkt man so, dass es hier und da ein paar Schwierigkeiten gibt.